Hey, ich bin Silja, Kirchenkreisjugendwartin aus Hameln-Pyrmont. Wir haben so ein bisschen überlegt, was können wir euch als Botschaft über die Ostertage mit auf den Weg geben. Wir sind dabei alte Jugendgottesdienste durchgegangen und wir haben uns für ein Thema entschieden, was uns sehr am Herzen ist und was vielleicht im Moment aufgrund der Corona-Krise ein bisschen außer Acht gelassen wird. Wir zeigen euch Ausschnitte aus einem Gottesdienst, den wir 2015 in Hemering umgesetzt haben. Der Gottesdienst hieß Aufgeschlagen oder Schlag dein Zelt auf. Und der beschäftigt sich mit dem großen Himmelszelt, das uns alle bedeckt und dass jeder in diesem Zelt Platz haben sollte. Und gerade jetzt, wo hier so wahnsinnig viel uns einengt und wir das eigene Haus nicht mehr verlassen können, haben wir besonders die im Blick, denen es einfach scheiße geht, die in ihren Flüchtlingscamps in Lesbos sitzen oder vielleicht noch in Syrien irgendwo in irgendwelchen Lagern. Das ist zum Kotzen und man verliert es irgendwie völlig aus dem Blick gerade. Von mir noch ein paar Worte. Es ist Karfreitag jetzt. Gestern ist meine Oma im Alter von 98 Jahren verstorben. Ich komme gerade aus der Kapelle in Großberkel, wo ich bin jetzt 44, zum ersten Mal in meinem Leben einen toten Menschen gesehen habe. Meine Oma, die da lag, die eine sehr, sehr gläubige Frau war, ihr Leben lang. Und ja, es passt irgendwie zusammen auch für mich, dieser Karfreitagsgedanke jetzt. Das wollte ich nur erwähnen, dass mich das bewegt und ich bin so glücklich, dass auch hier bei uns die Möglichkeit gibt, dass ich eben noch Abschied nehmen konnte, dass es nächste Woche eine Beerdigung geben wird, auch wenn wir da auf großem Abstand miteinander sitzen, aber dass das hier kein Problem war, weil alle so gut zusammengehalten haben und es einfach hier in Deutschland bei uns ganz gut passt. Aber wie gesagt, mit dem, was wir jetzt mitbringen, wollen wir ein bisschen über die Grenzen schauen und wir hoffen, es ist die ein oder andere Idee für euch dabei. Dabei seid. Wir sind der Jugendkonvent der Evangelischen Jugend Hameln-Pyrmont und wir wollen mit euch heute ein Zelt aufschlagen, an Aktionen im freien Denken und gemeinsam den hoffentlich tollen Erlebnissen im Sommer entgegenschauen. Das Zeltaufschlagen ist eine komische Sache. Ein Zelt ist immer so eine Art mitreisendes eigenes Zimmer. Es ist der Ort, an dem man sich niederlegt, an dem man vor Regen und Unwetter oder vor Sonne und Hitze geschützt ist. Und doch schlägt man ein Zelt immer wieder an unterschiedlichen Orten auf. Ein Zelt ist kein Haus. Mit einem Zelt ist man auf Wanderschaft. Wir sind immer Wanderer auf dem Weg unseres Lebens. Wir feiern diesen Gottesdienst für euch und mit euch. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr uns zuhört. Herr, wir bitten dich, sei bei uns. Gib uns gute Gedanken. Lass uns Zeit wieder genießen. Sei uns ein Wegweiser auf unserer Wanderung durchs Leben. Wir wissen nicht, wo wir in Zukunft unsere Zelte aufschlagen werden. Wir wissen nicht, wohin wir uns aufmachen. Wir wissen nicht, was wir für Hindernisse noch überwinden müssen. Und wir wissen nicht, ob es stürmische Zeiten werden oder ob uns die Sonne wieder ins Gesicht lacht. Wir hoffen darauf, dass du bei uns bist, dass du mit uns unsere Wege gehst. Und das, an welchem Ort es uns auch immer in unserem Leben hintreibt. Schenke du uns unser Zuhause. Amen. Nachrichten, Headlines, provokante Überschriften. Das kennen wir nur allzu gut. Gerade jetzt in den Zeiten der Pandemie hauen unbedachte Reporter, um Klicks zu generieren, völlig diffamierende Schlagzeilen raus. Die Bild zum Beispiel schreibt über das Corona-Beben, bei dem allein die deutschen Fußballclubs 285 Millionen an Marktwert verlieren. Oder über das Corona-Wunder, was sich in einem bayerischen Städtchen erwünscht wird. Und natürlich gibt es Tipps, wie man das eigene Auto sinnvoll desinfizieren kann. Nachrichten mit keiner Botschaft, wohin man schaut. Aber wir haben hier eine besondere Nachricht für euch. Wie ein Sprecher des königlich-äthiopischen Finanzministeriums der Jerusalem-Post mitteilte,
ist der Minister vor einigen Tagen in unserer Stadt eingetroffen. Er scheute die Strapazen einer Strecke von etwa 4000 Kilometern hin und zurück nicht, um an Gottesdiensten im Tempel teilzunehmen. Durch den Erwerb jüdischer Schriftrollen versuchte er, sein Wissen über den Glauben zu vertiefen. Trotz intensivem Studiums blieb die Materie für ihn unverständlich. Auf der Rückreise sprach ihn ein zufällig vorbeikommender Passant in der Nähe von Gaza an. Er konnte in einem längeren Gespräch die Fragen des Ministers beantworten. Die Taufe im Teich einer Oase besiegelte seine Entscheidung, sich fortan zum christlichen Glauben zu bekennen. So hätte unser heutiger Predigttext vor ca. 2000 Jahren in der Jerusalemer Boulevardpresse gestanden. Was steckt hinter diesen Zeilen? Wer sind die Menschen hinter diesen Worten? Irgendwann redete ein Engel von Gott mit Philippus. Geh mal bitte in die Straße von Jerusalem nach Gaza Richtung Süden. Philippus tat es sofort. Auf dem Weg traf er einen Mann aus Äthiopien in einer Kutsche. Der Mann war dort Finanzminister von der äthiopischen Königin. In seinem Land hatte er ganz schön was zu sagen und eine Menge Macht. Er hatte einen eigenen Fahrer und saß gemütlich hinten im Wagen. Er las gerade im alten Teil von Gottes Buch ein Kapitel aus Jesaja. Da flüsterte Gott leise zu Philippus: Geh mal zu diesem Wagen und setz dich zu dem Mann. Gesagt, getan. Philippus lief hin und setzte sich neben ihn. Schnippisch, sagte er. Kapieren Sie überhaupt, was Sie da lesen? Eigentlich nicht wirklich, aber mir wurde gesagt, dass es wichtig ist, das zu lesen. Eigentlich brauche ich wen, der mir das erklärt. Können Sie mir das vielleicht erklären? Und Philippus erklärte die Worte. Erklärte den Vergleich von Jesus und dem unschuldigen Schaf, erklärte den Begriff Lamm und sprach von der Ungerechtigkeit bis hin zur Verurteilung von Jesus und dem Kreuz. Er erzählte über das ganze Leben. Das ist Wasser. Sie sprachen von der Taufe. Das waren beeindruckende Worte. Warum können Sie mich nicht auch gleich taufen? Ich möchte genauso ein Leben führen. Dann sagte er zum Chauffeur, er solle mal eine Pause machen. Beide stiegen aus und gingen ins Wasser. Und dann taufte Philippus den Mann. Nachdem sie aus dem Wasser raus waren, war Philippus plötzlich verschwunden. Der Äthiopier war glücklich. Der Fremde ist ein Beamter für Finanzen, wahrscheinlich am Hof der Königin von Äthiopien. Deshalb nennen wir ihn den Kämmerer aus Äthiopien. Wir nennen ihn in der Tradition aber auch noch bei einem anderen Namen. Bei ihm soll es sich um einen Eunuchen handeln. Das ist für unsere Geschichte sehr wichtig. Was ist denn ein Eunuch? Eunuchen sind Männer, die in ihrer Kindheit kastriert wurden. Das hat man an vielen Königshöfen so gemacht, damit die Beamten ihre Finger von den Prinzessinnen und Hofdamen ließen. Eunuchen können keine Kinder haben. Sie stellen ihr Leben ganz in den Dienst ihres Königs oder Herren. Hatten Eunuchen es denn schwer in der Gesellschaft? Sie wurden doch sicher ausgegrenzt. Viele Menschen haben früher die Eunuchen gemieden, da sie anders waren. Man wollte mit ihnen nichts zu tun haben. Das alte Israel hat für Eunuchen zum Beispiel das Verbot aufgestellt, im Tempel zu beten und an Opfergottesdiensten teilzunehmen. Er sieht Wasser und möchte die Taufe direkt in die Tat umsetzen. Und Philippus tauft ihn. Der Ausgeschlossene, der Fremde, wird der erste Christ, der nicht vorher Jude gewesen ist. Von dem uns hier in der Bibel erzählt wird. Der erste Heide, der zu Jesus kommt, ist ein Diskriminierter, ein Opfer der gesellschaftlichen Vorstellung. Sicher kennt ihr auch Menschen, die vielleicht gemieden werden. Eigentlich war der Eunuch jemand, der auch ausgeschlossen wurde. Philippus lernt, dass Gott alle Menschen zu sich ruft, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Sexualität, ihrer Hautfarbe oder ihrer Religion. Die Botschaft Christi ist einladend und inklusiv. Wir können und sollen uns Gedanken machen
wann und wo wir Barrieren aufbauen, die nichts mit den Ideen von Gott zu tun haben. Deswegen kann man auch über die Bibel diskutieren, denn in vielen Worten liegen auch Worte mit Sprengstoff, die in Bewegung setzen, Türen öffnen und Menschen eine Zukunft bringen. Aber diese Bibelverse, die wir gerade gehört haben, die Gebote, die Menschen von der Gemeinschaft Gottes ausschließen, die sind doch gar nicht mehr wichtig. Sie gelten nicht für uns. Das stimmt schon, aber auch wir streiten darüber, wer zu uns gehören darf und wer nicht. Es ist wie in diesem Zelt, das wir gemeinsam aufstellen. Es gibt Menschen, die möchten, dass das Zelt nicht zu groß wird. Dass die Menschen, die unter ihm Platz finden, sich ziemlich ähnlich sind. Sie haben Angst, dass wenn das Zelt zu groß wird, es in sich zusammenbricht. Sie wollen, dass das Zelt nicht zu sehr strapaziert wird. Sie wollen, dass es ein kleiner, aber sicherer Ort für sie selbst ist. Und es gibt welche, die möchten, dass das Zelt immer größer wird. Dass darunter alle Platz haben. Dass es bunt ist. Dass Menschen mit jeglicher sexueller Ausrichtung darin Platz haben. Manche Menschen wollen das nicht. Doch dafür wurde Gottes Zelt aufgestellt. Und das ist nicht das erste Mal, dass wir uns darüber streiten, wer zu uns, wer in die Gemeinschaft gehört. Nur ein paar Minuten, nachdem sich die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christen nannten, gab es darüber Streit, ob Menschen zur Gemeinde gehören können, obwohl sie vorher keine Juden waren. Und wir streiten uns wohl immer noch, wer zu uns gehört und wer nicht. Natürlich geht es auch um die, die uns fremd vorkommen, die anders aussehen oder anders sprechen als wir. Es geht auch um die, die anders leben als wir. Es geht um die Armen, die Gehandicapten, die Lauten, die Durchgedrehten und um die, die einfach anders sind. Ich glaube, dass wenn wir wirklich verstehen wollen, was Christsein bedeutet, man selbst immer einen Fremden an der Seite braucht. Wir brauchen ihn ständig, den Fremden, den Unbekannten, den Anderen, damit er uns neue Wege zeigen kann, für die wir vielleicht schon blind geworden sind. Warum nicht einfach mal anders sein? Im Namen Gottes wird das Fremde zum Vertrauten. Philippus hat uns da auf jeden Fall die Augen geöffnet. Ja, es sind Dinge einfach möglich. Es sind Grenzen zu überwinden und wir können unsere Zelt so gestalten, dass es Platz für alle bietet. Dabei muss das Zelt Länder und Meere überspannen, Distanzen überwinden und allen ein Zuhause geben. Aber wichtig ist auch zu erkennen, dass es nicht unser eigenes Zelt ist, über das wir entscheiden. Es ist das Zelt Gottes. Und vor Gott gibt es keine Fremden. Er heißt jeden und alle willkommen. Wir gehören alle zusammen. Und gerade jetzt in der Epidemie, in der gefühlt jedes Land wieder für sich selbst handelt, dürfen wir die Flüchtenden im Mittelmeer nicht vergessen. Ich kann nur hoffen, dass sie sicher ins Zelt kommen und dass noch Menschen da sind, die in dieser schwierigen Zeit die Kraft haben, sie zu unterstützen. Um uns bewusst zu machen, wie klein die Welt ist und wie sehr wir alle zusammengehören, haben wir euch ein Video mitgebracht. Der Mann auf dem Video ist Matt Harding. Er war am Anfang seines Berufslebens ein Videospielproduzent und eines Tages machte er sich einfach auf einen neuen Weg. Er kündigte seinen Arbeitsplatz und fuhr mit dem ersparten Geld in die Welt. Er machte sich auf das Fremde zu erkunden und er brachte überall, wo er hinkam, seinen Tanz mit. Zuerst hat er das alleine an besonderen Orten gemacht, aber bald tanzt er mit allen Menschen der Welt. Yeah.
Du meinst, so wie Gott uns auch in sein großes Zelt einlädt, hat Matt Harding die Menschen zum Tanz eingeladen? Ganz genau. Er geht überall hin und zeigt, dass wir doch alle dieselben sind. Und wir haben eben die Geschichte vom Kämmerer aus Äthiopien gehört. Ein paar Verse weiter steht noch bei Jesaja, Kapitel 54, Vers 2. Mache den Raum deiner Hütte weit und breite aus die Teppiche deiner Wohnung. Spare nicht. Dehne deine Seile lang und stecke deine Nägel fest. Eine ganz klare Botschaft: Spart nicht an Gastfreundschaft, auch wenn es manchmal bestimmt Veränderungen mit sich bringt. Lasst uns das Zelt dadurch umso bunter machen. Lasst uns Fürbitte halten für uns und andere. Fürbitte halten heißt, sich seiner Grenzen bewusst zu werden. Dort, wo wir Hilfe nötig haben, um anderen eine Hilfe zu sein. Herr, himmlischer Vater, wir bitten dich, zeige uns neue Wege, aufeinander zuzugehen. Lass uns die Schwachen und Ausgestoßenen nicht übersehen, die es auch bei uns gibt. Wir bitten dich, dass wir die Kraft finden, auf diese Menschen zuzugehen und ihnen einen Platz in unserer Mitte und in unserem Herzen freizumachen. Herr, wir bitten dich, lass uns ein Einsehen haben in unserer Verantwortung, die wir gegenüber anderen und unserem Leben haben, dass es gut wird mit uns. Wir bitten dich, dass wir uns nicht hinter anderen oder hinter den Verhältnissen verstecken, sondern mutig vorangehen, weil du aus jeder unserer Schwächen eine Stärke machen kannst. Herr, wir bitten dich, lass uns deine Kraft spüren, wenn wir an uns zweifeln, wenn wir befürchten, dass unsere Beziehungen nicht halten, wenn wir Angst davor haben, alleine zu sein. Wir bitten dich, schenke uns ein Herz für unsere Mitmenschen und Mitmenschen, die unseren Herzen gut tun. Herr, wir bitten dich für unsere Wanderschaft. Lass dort, wo wir unser Zelt aufschlagen, Menschen sein, die uns Nähe schenken, denen wir wichtig werden und die uns wichtig sind. Lass uns nicht vergessen, woher wir kommen und doch mutig weiterziehen. Deine Gegenwart ist Heimat auf dem Weg. Amen. Gemeinsam beten wir die Worte, die Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, der Herr, sei vor dir, um den richtigen Weg zu zeigen. Er sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Macht und dem Einfluss böser Menschen. Er sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dir Kraft zu geben, wenn du am Ende bist. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Er sei über dir, um dich jeden Augenblick mit seiner Nähe zu erfreuen. So segne dich der gütige Gott auf deiner Reise durch dein Leben. Amen. Ihr seht hinter mir diese komische Collage, also jetzt kann man wirklich sagen komisch, ganz schön retro. Das sind Fotos, die ich von 1990 bis 1995 an meiner Kinderzimmertür quasi zu Hause hatte und mit meinem Auszug dann in diesen Bilderrahmen gepresst habe. Menschen, die mich begleitet haben zur Schulzeit, ja, da ist meine Oma oder meine beiden Omas sind drauf, ganz viel Familie drauf, ganz viele Freunde drauf. Und mir zaubert es immer ein Lächeln ins Gesicht, weil doch ein Stück meines Lebens da einfach präsent ist, wenn ich jeden Tag aus der Tür rausgehe oder auch wieder reinkomme, auch wenn es alte Zeiten sind. Ich finde, diese Menschen haben mein Leben bunt gemacht. Es gibt jetzt ganz andere Menschen, die mein Leben bunt machen, aber wichtig ist, dass wir einfach nie vergessen, wie groß unser Zelt einfach auch sein sollte und dass wir vielen Menschen die Gelegenheit geben,
mit uns gemeinsam Leben zu gestalten, Gesellschaft zu gestalten, die Welt zu verändern. Also nehmt diese Gedanken einfach mit. Ansonsten fröhliche Ostertage und oder wann immer ihr es guckt, einen gesegneten Tag, eine gesegnete Woche. Und mein Wort an Halse, mein Lieb-